stumble off we're up. Hanging by a thread again. Components of another dimension. Just right. Sehr geehrte Fördernde, sehr geehrte Chancenschenkende, sehr geehrte Jurorinnen und Juroren, sehr geehrte Mentorinnen und Mentoren und natürlich auch liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten. Ganz, ganz herzlich wollen wir Sie und euch aus dem Festsaal hier am Campus Westend willkommen heißen zur Vergabefeier der Deutschlandstipendien im 11. Jahrgang 2021 und 2022 an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Leider lässt es die aktuelle Lage nicht zu, die Vergabefeier in Präsenz stattfinden zu lassen, weshalb wir sie dieses Jahr nun per Livestream hier bei uns willkommen heißen dürfen. Nichtsdestotrotz haben wir ein umfangreiches und wirklich spannendes Programm für Sie auf die Beine gestellt, welches interaktive Elemente enthalten wird. Um diese problemlos während der Veranstaltung nutzen zu können, das entsprechende Fenster sehen Sie hier rechts von uns, bitten wir Sie, auf den Vollbildmodus am heutigen Abend mal zu verzichten. Sie, liebe Zuschauende, können es von zu Hause zwar nicht sehen, aber die Live-Übertragung aus dem Festsaal kann heute nur aufgrund eines riesigen Kamerateams und intensiver Vorbereitung stattfinden. Im Laufe des heutigen Abends ist außerdem Ihre Mitarbeit gefragt.
Hier im Hintergrund sehen Sie unsere fantastische Band Fleek, mit der Sie gemeinsam das musikalische Intermezzo den Abend hinweg bestimmen dürfen. 4 Songs stehen für Sie zur Auswahl bereit. Dazu finden Sie rechts von uns unter dem Reiter Umfragen die Songvorschläge, von denen Sie Ihren Favoriten in den nächsten 15 Minuten wählen dürfen. Der Song, der die meisten Stimmen erhält, der wird von unserer Band Fleek nach den Worten des Ministerpräsidenten gespielt. Außerdem werden Sie heute in die Kunst unseres Magiers einbezogen. Dafür an dieser Stelle der Hinweis. Falls Sie eine Tiefkühltruhe in der Nähe haben, dann empfehle ich Ihnen, dieses Anschreiben, was Sie im Vorfeld vom Magier erhalten haben, dort hineinzulegen. Was es damit auf sich hat, das werden wir im Laufe des Abends erfahren. Aber damit Sie wissen, wer Sie heute hier durch das Programm führt, möchten wir beide uns einmal vorstellen. Mein Name ist Helen Chauduri, ich bin Studentin der Wirtschaftsgeografie im Master. Und als Stipendiatin im zweiten Jahr habe ich einige Erlebnisse, die ich mit dem Stipendium hier an der Goethe-Universität verbinde. Sei das zum einen Studierende kennenzulernen, trotz Pandemie, fachübergreifende interdisziplinäre Projektarbeiten durchzuführen oder aber bei einer Limo in einer Gesprächsrunde mit ehemaligen Bundestagspräsidenten zu sprechen. Und ich bin Valentin Teufel, Masterstudent der Philosophie und wie Helen auch zum zweiten Mal Teil des Deutschlandstipendiums an der Goethe-Universität hier in Frankfurt. Insbesondere das Zusammenkommen mit den weiteren Stipendiaten ist das Besondere am Deutschlandstipendium. Ich kann euch wirklich sagen, ihr werdet nie wieder so viele weitere Studierende kennenlernen wie in dem ideellen Förderprogramm dieses Stipendiums. Das Deutschlandstipendium ist mehr als die 300 Euro, die wir dankenswerterweise von allen Förderinnen und Förderern sowie dem Bundesministerium für Bildung und Forschung erhalten. Deshalb nutzt diese Angebote. Ich kann euch von ganzem Herzen sagen, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, und obwohl ihr, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, die Zusagen ja bereits erhalten habt, gilt dieser Abend explizit eurer Begrüßung in diesem fantastischen Netzwerk. Wir freuen uns ganz besonders, dass der Präsident der Goethe-Universität, Herr Professor Dr. Enrico Schleif, Sie hier und euch heute Abend begrüßen wird. Und damit gebe ich das Wort weiter an den Präsidenten, Professor Dr. Enrico Schleif. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Stipendiaten, ich begrüße Sie herzlich zu dieser erneut außerordentlichen Vergabefeier der Deutschlandstipendien 2021-22. Mittlerweile zum 11. Mal kommen wir heute an der Goethe-Universität zu einer Vergabe der Deutschlandstipendien zusammen. Bereits das zweite Mal nun leider unter den Einschränkungen der Pandemie. Und auch wenn uns allen die persönliche Begegnung in diesem festlichen Rahmen der Stipendienvergabe zunehmend fehlen, sind wir vor dem Hintergrund froh, das Digitale in den letzten Jahren gelernt zu haben, sodass wir diesen Abend würdig virtuell mit Ihnen gemeinsam verbringen können. Lassen Sie uns also unseren Blick in Richtung Zukunft richten. Auf Sie, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten. Während es für die Goethe-Universität nunmehr das 11. Mal ist, dass wir eine Vergabefeier feiern, ist es Ihre erste oder, Sie haben es gerade gehört, eventuell auch Ihre zweite Vergabefeier. Seien Sie also herzlich willkommen zu dem für Sie so besonderen Anlass, der Ihnen Anerkennung für das bereits Geleistete und aber auch Motivation für das noch Kommende sein soll. Insgesamt 543 Stipendiatinnen und Stipendiaten darf ich in diesem Förderjahr zu dem Deutschlandstipendium beglückwünschen. Einem Stipendienprogramm, welches, Sie haben es schon gehört, neben der Verdopplung des gespendeten Betrags durch den Bund, durch den persönlichen Austausch zwischen Fördernden und Geförderten und dem Begleitprogramm absolut einzigartig ist in der Bundesrepublik. Mit Ihnen feiern wir nun mehr als 5.500 Stipendien, die wir seit Beginn des Stipendienprogramms an engagierte Studierende vergeben konnten. Ich finde, eine eindrucksvolle Anzahl. Hinter dieser Zahl verbergen sich wiederum, liebe Fördernde und Förderer, Sie.
Sie tragen mit ihrer Spende maßgeblich dazu bei, dass mittlerweile Tausende von Studierenden finanzielle Sorgen gemildert und dafür viele individuelle, soziale und gesellschaftliche Projekte realisiert werden konnten. Besonders vor dem Hintergrund der Herausforderungen, welche die Pandemie im Besonderen an die junge Generation gestellt hat, ist ihre Unterstützung gar nicht hoch genug einzuschätzen. Meinen herzlichen Dank dafür. Und auch wenn wir all ihre glücklichen Gesichter, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, sowie ihre stolzen Blicke, liebe Förderinnen und Förderer, ein weiteres Jahr leider nicht live erleben können, so lebt der Geist dieser Veranstaltung, der normalerweise in den vielen wunderbaren Begegnungen und den vielen anregenden Gesprächen steckt, in diesem Jahr durch Interaktion in den ein oder anderen Überraschungseffekten auch weiter. Bei allem, was wir derzeit also wieder nicht möglich machen können, konzentrieren wir uns auf das, was möglich ist. Deshalb freue ich mich unter anderem wirklich ganz besonders, dass ich Sie heute alle live und direkt ansprechen kann. Und auch die Treffen in den virtuellen Räumen für diejenigen Förderinnen und Förderer, die sich mit ihren Stipendiatinnen und Stipendiaten im Anschluss der Feier austauschen möchten, haben wir Ihnen analog zu letztem Jahr wieder ermöglicht. Und wenn wir hier alle schon einmal online zusammenkommen, liegt es dann nicht auch nahe, Ihnen auch gleich eine Möglichkeit anzubieten, direkt am heutigen Abend ein künstlerisches Weihnachtsgeschenk zugunsten des Deutschlandstipendiums zu erwerben. Die weißen Rosen des Künstlers Ottmar Hörl, die Sie einerseits hier, wie auch aktuell im Rahmen einer Open-Air-Ausstellung auf dem Campus sehen können, sind derzeit über unseren Campus-Shop online zu erwerben. Den entsprechenden Link finden Sie jetzt unten eingeblendet. Jede Rose ist dabei vom Künstler handsigniert und der Ertrag kommt in voller Höhe den zukünftigen Deutschlandstipendiatinnen und Stipendiaten zugute. Aber, meine Damen und Herren, greifen Sie schnell zu. Es sind nämlich nur noch wenige vorhanden. Und, meine Damen und Herren, das ist jetzt keine Black-Friday-Aktion, sondern die Wahrheit. Bevor ich nun, liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, zum Ende komme, gratuliere ich Ihnen noch einmal ganz herzlich zu Ihrem Deutschlandstipendium. Es ist, wie ich bereits erwähnte, eine große Anerkennung Ihrer bisher geleisteten Leistungen, auf die Sie zu Recht stolz sein können. Im Namen des Präsidiums wünsche ich Ihnen ein tolles Förderjahr und weiterhin ein erfolgreiches Studium und uns allen gemeinsam hoffentlich doch noch ein Teil Präsenz bis in das nächste Jahr hinein. Danken möchte ich ebenfalls ausdrücklich, und das haben die beiden Moderatorinnen und Moderatoren ja schon gesagt, den Jurorinnen und Juroren in den 16 Fachbereichen für ihre verantwortungsvolle Arbeit, ohne das und ohne die Stipendienvergabe nicht möglich wäre. Ebenfalls gebührt unser Dank den vielen Mentorinnen und Mentoren, die den ideellen Teil des Deutschlandstipendiums mit Leben füllen und unsere Stipendiaten und Stipendiaten wertvolle Ratgeber in Bezug auf die Themen der interdisziplinären Projektgruppen sind. Und last but not least ein ganz großes Dankeschön an Sie, die zahlreichen Förderinnen und Förderer, die das Deutschlandstipendium an der Goethe-Universität erst zu dem machen, was es heute ist. Liebe Stipendiatinnen und Stipendiaten, lassen Sie sich heute feiern, genießen Sie den Abend und ich hoffe, dass Sie bei all den Angeboten, die jetzt kommen werden, auch den gebührenden Spaß mitbringen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Schleif, für diese wirklich herzliche Begrüßung. Die weißen Rosen sind, Ihnen ist es sicherlich bereits aufgefallen, ein sichtbares Element des heutigen Abends. Sie stehen für Erinnerung und Zuversicht, aber genauso auch für die Unterstützung engagierter Talente, wie es das Deutschlandstipendium leistet. Ein kurzer Film bringt Ihnen diese wunderbare Aktion der Goethe-Universität visuell noch einmal etwas näher. Erinnerungen schaffen. Chance schenken. Mit diesem Aspekt
dass so viele Menschen gestorben sind? Welchen Impuls löst es aus, ohne dass wir in eine Depression verfallen, sondern dass wir in einem positiven Sinne mit dem Tod und mit der Trauer umgehen? Die Skulptur Rose Bianche steht für den Wandel vom Ort des Erinnerns zum Chancenschenken. Die beeindruckende Installation der Rosen, von der Sie sich im Introfilm bereits ein Bild machen konnten, können Sie übrigens noch bis einschließlich 3. Dezember hier am Campus Westend in Frankfurt am Main bestaunen. Und wenn Sie bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Rose erwerben, dann verzaubert sie diese Kunst zum Anfassen noch weit über den 3. Dezember hinaus. Lassen wir uns aber nun von einem Mann verzaubern, der das wirklich gut kann. Sie haben doch alle vor der Vergabefeier so einen Umschlag bekommen? Genau diesen brauchen Sie jetzt. Bitte öffnen Sie jetzt den Umschlag und legen die Requisiten, die dort drin enthalten sind, vor sich auf den Tisch. Der kleine Umschlag, der sich im Umschlag befindet, bleibt dabei aber noch verschlossen. Während Sie das tun, erzähle ich Ihnen, für wen wir diesen Aufwand hier eigentlich machen. Dr. Harry Keaton ist heute Abend bei uns. Als Magier, Moderator, Hirnakrobat und Keynote-Speaker ist er auf unterschiedlichen Bühnen tätig, national und international. Er ist Alumnus der Goethe-Universität, wo er in Germanistik promovierte, und ist als Mitglied der Vereinigung der Freunde und Förderer der Goethe-Universität immer noch aktiver Teil der großen Gemeinschaft hier an der Goethe-Universität. Heute haben wir die Ehre, ihn auf unserer gemeinsamen Bühne, der Bühne des Deutschlandstipendiums, willkommen heißen zu dürfen. Freuen wir uns gemeinsam auf Harry Keaton. Vielen Dank, Valentin. Wenn wir heute Abend alle gemeinsam in einem Raum sitzen würden, würde ich ein paar Seiten aus Forschung Frankfurt ausschneiden, aus dem Wissenschaftsmagazin. Wenn wir in einem Raum sitzen würden, würde ich diese Seiten zurechtschneiden in so eine Größe. Sagen wir hier in 1, 2, 3, 4, 5, 6 solcher Papierstücke. Ja. Und dann würde ich etwas erzählen über das Deutschlandstipendium für Helen und für Valentin. Da würde ich pusten, einfach nur pusten, und dann hätten wir hier so ein paar Hunderter. Und die sind alle echt. Haben wir hier 100, 200, 300, 400, 500, 600, schon mal 2 Deutschlandstipendien. Wenn wir alle gemeinsam in einem Raum sitzen würden, würde ich eventuell etwas über Covid-19 erzählen. Ich würde sagen, wie es Menschen belastet. Aber vielleicht, und das ist meine große Hoffnung, vielleicht geht die Menschheit gestärkt aus dieser Krise hervor. Und vielleicht erkennen wir endlich, dass Kooperation wichtiger ist als Konkurrenz. Und jetzt, nachdem wir nicht hier in einem Raum sitzen, gibt es die Möglichkeit interaktiver Magie. Das heißt, die Magie geht durchs Internet zu Ihnen nach Hause oder ins Büro, je nachdem, wo Sie sitzen. Sie haben hier unter anderem bei den Requisiten solche Karten bekommen. Bitte nehmen Sie mal die Karten zur Hand. Okay, wir warten einen Moment. Ich weiß, es dauert immer ein bisschen, bis alle die Karten bei der Hand haben. Wunderbar, jetzt schauen wir nach, ob sie alle vollständig sind. Hinten müsste Karl Zuckmeier sein, hat ebenfalls hier an dieser Universität studiert. Dann haben wir die Nummer 11, Johanna Quandt, eine große Förderin und Ehrensenatorin dieser Universität. Franz Oppenheimer, er hatte den ersten Soziologie-Lehrstuhl. Heinz Nixdorf, Computerpionier. Margarete Mitscherlich, Psychoanalytikerin. Jürgen Klopp, Fußballspieler, Trainer von FC Liverpool. Daniel Hartwig, ein RTL-Moderator.
Hier haben wir natürlich Jürgen Habermas, Ludwig Erhard, Martin Gräfin Dönhoff, Christian Drosten, im Moment ganz besonders prominent, und Theodor Adorno, Begründer der Frankfurter Schule. Ich möchte jetzt, dass Sie zunächst mal die Karten nach oben halten, beziehungsweise mit der weißen Seite nach oben. Halten Sie so in der Hand. Haben Sie das? Wunderbar, jetzt machen wir aus diesem Paket, machen wir zwei Päckchen. Dazu legen Sie eine Karte nach links und eine nach rechts. Eine nach links, eine nach rechts, immer abwechselnd. Eine nach links, eine nach rechts, eine nach links, eine nach rechts. Okay, machen Sie alle mit? Denn nur dann wirkt die Magie. Okay, dann nehmen Sie eines der Päckchen und legen es einfach auf das andere drauf. Das linke auf das rechte auf das linke, ganz egal. Haben Sie das? Wenn Sie wollen, können Sie das nochmal machen. Also, die Päckchen aufteilen, eine Karte nach links, eine nach rechts, eine nach links, eine nach rechts. Ich glaube, Sie haben das begriffen. Es wird einfach hier in zwei Päckchen verteilt. Wunderbar. Wenn Sie wollen, können Sie das nochmal machen. Ein drittes Mal, ein viertes Mal. Sie machen das so oft, wie Sie möchten. Okay? Wir warten noch einen kleinen Moment, bis alle eine Entscheidung getroffen haben. Sie können das zweimal machen, dreimal, auch einmal würde auch reichen. Haben Sie? Wunderbar. Dann nehmen Sie jetzt die oberste Karte, und Sie nehmen die unterste Karte und zählen einfach die Zahlen zusammen. Also bei mir wäre jetzt das 9 und 8, wäre 17. Und diese Zahl, diese gemeinsame Zahl, die merken Sie sich. Okay? Ihre Zahl wird wahrscheinlich eine andere sein. Sie merken sich bitte diese Zahl aus der oberen und der unteren Karte. Okay. Aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr bedeutende Persönlichkeiten hier an dieser Universität. Wir hatten zum Beispiel Paul Ehrlich, den Nobelpreisträger in Medizin. Wir haben Otto Stern. Ohne ihn wäre die Kernspintomographie, das Laser, die Atomuhr gar nicht denkbar. Und Helen, wenn du schon mal nach kommen könntest, Helmut Kohl hat übrigens auch, der Bundeskanzler, hat auch hier studiert. Ich würde dich bitten, dass du hier schon mal das durchmischt. Fang ruhig an, das durchzumischen. Wir haben hier ganz unterschiedliche Forscher, Denker, die Bundesrepublik, die Goethe-Universität maßgeblich geprägt haben. Richtig durcheinander bringen. Es sind übrigens 19 Nobelpreisträger, die hier von dieser Universität vorgegangen sind. Und 19 Leibniz-Preisträger. Die erste Stiftungsuniversität in Deutschland überhaupt. Hier haben wir Lothar Gall. Sie sehen, es sind lauter verschiedene, Lothar Gall, ein renommierter Historiker, lauter verschiedene Wissenschaftler. So. Liebe Helen, du mischst das gut durch. Es ist allein deine Entscheidung. Wir haben das nicht abgesprochen. Ist das richtig? Das ist sehr richtig. Ich bin ehrlich gesagt jetzt schon sprachlos. Okay, sehr ungewöhnlich. Okay, gut gemischt. Und wenn dich die Intuition packt, dann greifst du rein und nimmst einen Zettel heraus. Ich möchte dich dabei nicht beeinflussen. Es ist deine Entscheidung. Misch das gut durch. Ich berühre nichts. Und irgendwann greifst du einen Zettel heraus, welchen immer du möchtest. Hast du? Ja, ich habe einen. Wunderbar. Willst du noch mal wechseln? Nee, ich mag nicht wechseln. Du bleibst dabei. Ich bleib bei dem. Lauter verschiedene. Okay, dann schauen wir zum ersten Mal rein. Wer ist das? Und halt es bitte in die Kamera. Es ist Paul Ehrlich. Es ist Paul Ehrlich? Paul Ehrlich. Okay, und hier hängt noch ein Umschlag. Würdest du mal bitte den Umschlag öffnen? Ich hatte hier die Zahl 17. Würdest du den Umschlag bitte öffnen? Und halt das ruhig in die Kamera. Und es war deine freie Entscheidung, Paul Ehrlich. Meine freie Entscheidung. Reingreifen. Und nimm die Karte und halt sie bitte in die Kamera. Und da haben wir ein Bild von Paul Ehrlich und hinten ist die 17. Und wenn es die Magie geschafft hat, bis zu Ihnen nach Hause, dann haben Sie jetzt auch eine Postkarte mit Paul Ehrlich, mit Ihrer gewählten Zahl. Vielen Dank. Wahnsinn. Ich bin verblüfft. Danke, Herr Keaton, für diese Faszination. Und mir wurde im Vorhinein gesagt, naja, Magie interaktiv über Digitalität. Ja, mal sehen, ob das funktioniert. Du kannst ja mal erstaunt wirken, aber ich glaube, mir hätte das nicht extra gesagt werden müssen,
bei diesen Ergebnissen. Ja, und an dieser Stelle möchte ich Sie, liebe Zuschauende, noch einmal daran erinnern, dass das die letzte Chance ist für Sie, Ihren favorisierten Song abzustimmen. Das Voting läuft noch eine Minute lang. Und nun ist es uns eine ganz besondere Ehre, dass der hessische Ministerpräsident, Herr Volker Bouffier, es sich nicht hat nehmen lassen, Sie und euch im Namen des Landes Hessen heute zu diesem besonderen Festakt zu begrüßen. Sowohl das Bundesministerium für Bildung und Forschung als auch das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst sind maßgeblich an der Organisation und an dem Erfolg des Deutschlandstipendiums an der Goethe-Universität beteiligt. Und deshalb freuen wir uns nun auf die Grußbotschaft von Herrn Volker Bouffier, dem hessischen Ministerpräsidenten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich grüße Sie herzlich. Gratuliere Ihnen zur Verleihung des Deutschlandstipendiums. Das ist eine großartige Sache und herzlichen Glückwunsch dazu. Leider geht es auch heute wieder nicht in echt, sondern digital. Es liegt an Corona, eine Situation, die im Moment uns wieder sehr, sehr stark beschäftigt. Aber dabei wollen wir nicht vergessen, dass es ganz wichtige Dinge gibt, die wir auch besonders würdigen. Und dazu gehört der heutige Tag, nämlich die Verleihung der Deutschlandstipendien an der Johann Wolfgang Goethe-Universität. Seit 10 Jahren wird an dieser Universität das Deutschlandstipendium vergeben. Es ist eine Initiative des Bundes und sie wird ergänzt durch Förderer, durch Unterstützer aus dem privaten Bereich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei all denen, die dazu beigetragen haben, dass wir engagierten Studenten und Studentinnen die Möglichkeit geben können, monatlich 300 Euro zusätzlich zu erhalten. Bei mir ist das schon lange her, aber ich weiß, wie das ist. Wenn man studiert, kann man gut auch noch ein bisschen nebenbei Geld gebrauchen. Ich habe in der Kneipe gearbeitet, im Kaufhaus über viele Jahre. Und das ist nicht immer ganz einfach. Auf der einen Seite das Studium und auf der anderen Seite einen Nebenjob so hinzubekommen, dass beides funktioniert. Wenn dann noch hinzukommt, private Verpflichtungen, vielleicht für den einen oder anderen auch schon die Gründung einer Familie, dann ist das eine ganze Menge. Umso wichtiger ist es, dass es nämlich Studierende gibt, die in besonderer Weise sich engagieren, so wie Sie das getan haben, und dann mit einem Stipendium auch entsprechend diese Anstrengungen Anerkennung finden. Es ist nicht nur das Geld, es ist auch das Netzwerk, das dabei entsteht. Es ist die Möglichkeit, sich in verschiedensten Bereichen einzubringen, über Praktika neue Erfahrungen zu sammeln und vieles andere mehr. Das alles ist verbunden mit dem Thema Deutschlandstipendium. Im Jahr sind es mehr als 500 Studierende, die an der Goethe-Universität von diesem Stipendium entsprechend profitieren. Alles in allem sind das in der Summe jetzt fast 18 Millionen gewesen. 18 Millionen Euro. 9 Millionen vom Bund und 9 Millionen von den Förderern. Es ist eine einzigartige Konstruktion. Das gibt es so nirgends. Und deshalb mein Glückwunsch gilt an Sie. Mein Dank geht an die Förderer. Und mein Wunsch ist natürlich, zum einen, dass Sie gesund bleiben, klar. Zum anderen, dass Sie erfolgreich Ihr Studium abschließen. Und zum anderen, dass es immer wieder Förderer gibt, die diesen Gedanken unterstützen. Alles in allem ein wichtiger Tag für Sie, aber auch für uns. In diesem Sinne alles Gute und Glückwunsch. Freuen Sie sich nun auf den Wunschsong. Die Band Fleek spielt für uns Valerie von Amy Winehouse. Viel Spaß. Thank you.
Helen, was hast du im vergangenen Jahr eigentlich mit den 300 Euro gemacht, die du monatlich vom Deutschlandstipendium erhalten hast? Ja, ich konnte tatsächlich beruflich etwas kürzer treten und habe die Förderung genutzt, um mich voll und ganz auf mein Studium zu konzentrieren. Und dann habe ich mir auch noch Wanderschuhe gekauft, um quasi die Work-Life-Balance zu halten und dem Uni-Alltag im Taunus zu entfliehen. Wie sah das bei dir aus? Ich konnte dank des Stipendiums tatsächlich meinen Auszug von daheim realisieren. Das wäre in der Zeit der Pandemie, die für viele finanziell sehr schwer war, sicherlich sonst auch nicht möglich gewesen. Und zweitens konnte ich mich dank des Deutschlandstipendiums ideal für die digitale Lehre ausrüsten. Auch das hätte, glaube ich, sonst alles etwas grisseliger bei mir ausgesehen. Ja, das ist in der Tat eine sinnvolle Investition und ein großes Geschenk in der aktuellen Situation. Ganze 543 Studierende haben dieses Jahr ein Stipendium erhalten. Vielen herzlichen Dank an Sie, liebe Fördernde, denn Sie machen das erst möglich. So viele Stipendien kommen zusammen, so viele Chancen schenken Sie und geben damit den Studierenden erheblich mehr Raum und mehr Flexibilität. Aber nun noch einmal zurück zur Zauberei. Lässt Sie die Faszination über Harry Keatons Magie auch nicht los? Begrüßen Sie ein weiteres Mal den Magier auf unserer Bühne, Dr. Harry Keaton. Willkommen zurück. Willkommen zurück, habe ich jemanden in der Leitung. Wir benötigen nämlich einen Mitspieler, der zufällig ausgewählt worden ist. Ich kann Sie nicht hören, aber vielleicht sehen. Oder umgekehrt. Haben wir jemanden in der Leitung? Oh ja, es wird über Zoom zugeschaltet, deswegen halt das vielleicht manchmal. Wen haben wir denn in der Leitung? Ja. Ja? Ja, haben Sie einen Namen? Ja? Vielleicht ja? Oder Jojo? Wir haben eine Reihe von Zuschauern ausgewählt. Am besten das Mikrofon einschalten, das macht es leichter. Hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wunderbar, wie heißen Sie? Herzlich willkommen. Ariane, wir haben nichts abgesprochen, nein? Nein. Ariane, ganz toll, dass Sie mitspielen. Ich habe hier unterschiedliche Gehirne mit unterschiedlichen Farben. Okay, ich hoffe, Sie können das gut sehen. Ein blaues, ein gelbes, ein grünes, ein violettes, ein rotes. Können Sie das gut sehen, Ariane? Ja. Wunderbar. Und jetzt benötige ich Ihre Mithilfe und Ihre Intuition. Es ist wie bei der Wissenschaft, auch da ist manchmal Intuition, Kreativität ganz wichtig. Diese Gehirne scheinen leer zu sein, aber auf der Rückseite tragen sie eine Farbe. Sie entscheiden jetzt, wo ich dieses Gehirn hinlegen soll. Soll ich es hinter das Blaue legen, hinter das Gelbe, wie Sie möchten. Ich werde es so tun, was immer Sie sagen. Wohin soll ich es legen? Zu dem Dunkelblauen. Zu dem Dunkelblauen, dem Violetten. Richtig? Ja. Wunderbar, ja. Lege ich hin, so wie Sie sagen. Sie entscheiden das. Wohin kommt das nächste Gehirn? Dann zu dem Hellblauen. Zu dem Hellblauen. Okay, Hellblaue ist hier, wunderbar. Das nächste bitte. Zu dem Gelben. Zu dem, ganz sicher das Gelbe? Ja. Das Gelbe? Okay. Ja. Und jetzt, was meinen Sie jetzt? Grün oder Rot? Und dann einmal überkreuzen. Überkreuzen, so? Ja. Okay. Genau. Wollen Sie noch mal Ihre Meinung ändern?
Das Grüne liegt so ein bisschen schief. Nein, ich bleib dabei. Sie bleiben dabei? Ja. Eine Frau, ein Wort. Ja. Und wir haben nichts abgesprochen. Nein. Und vielleicht ist Ihre Intuition sehr stark, weil hier haben wir ein blaues Gehirn. Hier hätten Sie nochmal wechseln können, es ist ein gelbes Gehirn. Hier haben wir das grüne Gehirn, hier haben wir ein violettes Gehirn und hier haben wir ein rotes Gehirn. Ariane, Sie sind unglaublich. Vielen Dank, dass Sie diesen Spaß mitgemacht haben. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Genauso erstaunt wie du bin ich. Für das nächste Experiment wird eine Spielkarte gewählt. Damit ganz klar ist, dass keine geheimen Abstimmungen im Vorhinein getroffen wurden, so wie das mit dir, Ariane, ebenfalls der Fall war, hat die Technik wohl eben vier Personen ausgesucht. Das Mikrofon aller vier Mitspielenden ist bereits eingeschaltet. Tja, und das ist wohl auch das Einzige, was im Vorfeld gemacht wurde. Viel Spaß. Vielen Dank, liebe Helene. Wir werden also gemeinsam eine Spielkarte wählen. In Vorbereitung für den kommenden Vortrag heute bei der Vergabefeier am 30.11.2021 hören wir gleich einen Vortrag Keep Cool. Dazu brauchen wir jetzt Mitspieler und diese Mitspieler werden sich für eine Spielkarte entscheiden. Das hat gleich mit dem Vortrag zu tun. Wen habe ich denn zuerst in der Leitung? Hallo, hier ist die Gwendolin. Hallo, die Gwendolin? Ja, genau. Hallo, Gwendolin. Das ist ein ungewöhnlicher Name, der klingt sehr magisch. Wir haben nichts vereinbart, Gwendolin? Nein, gar nichts. Wunderbar. Gwendolin, bei einem Kartenspiel gibt es rote und es gibt schwarze Karten. Welche mögen Sie denn lieber? Das, was Sie sagen, werden wir nehmen. Mögen Sie lieber rot oder mögen Sie lieber schwarz? Die roten würde ich gerne nehmen. Die roten. Okay, herzlichen Dank, Gwendolin, für Ihre Unterstützung. Die roten Karten. Wir haben einen neuen Mitspieler. Wen haben wir bitte in der Leitung? Hallo? Vincent Engelmann. Genau, Mikrofon ausschalten. Wie bitte? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wunderbar. Ja, perfekt. Wie heißen Sie? Ich bin der Vincent. Hallo Vincent, ich grüße Sie. Vincent, bei einem roten Kartenspiel gibt es Karo und es gibt Herz. Welche mögen Sie denn lieber? Für welche entscheiden Sie sich? Wie bitte? Die Karo. Okay, herzlichen Dank. Ihre Entscheidung, Karo. Herzlichen Dank. Den nächsten Mitspieler bitte. Haben wir jemanden in der Leitung? Hallo, herzlich willkommen. Hallo, bei der Vergabefeier. Ich kann Sie hören. Wie ist denn Ihr Name? Mein Name ist Janina Müller. Hallo Janina Müller, wir haben auch nichts abgesprochen, richtig? Nein. Liebe Janina, bei Karo-Karten gibt es Zahlen und Bildkarten. Welche mögen Sie denn lieber? Überlegen Sie mal. Mögen Sie lieber Bildkarten? Lieber Bildkarten. Mhm. Okay, herzlichen Dank dafür. Noch ein Mitspieler wäre toll zu haben. Haben wir noch einen Mitspieler? Ja, jetzt nochmal die Ariane. Nochmal. Sie sieht ein roter Faden in diesem Programm. Okay, das ist aber Zufall, oder? Okay. Aber Sie sind uns auf jeden Fall lieb und teuer. Sie haben gehört, die letzte Entscheidung. Welche Karte möchten Sie denn haben jetzt? Von den Karo-Karten? Ich würde eine Dame nehmen, wenn das geht. Na, es war Karo, richtig. Karo wurde gewählt. Welche Karte wurde gewählt? Ich schau mal, ob hier jemand aufgepasst hat. Karo wurde gewählt, richtig, Karo. Und war es eine Zahl- oder Bildkarte? Eine Bildkarte? Eine Bildkarte, also eine Karo, eine Bildkarte. Vielen Dank für die Unterstützung. Und von diesen Karo- und Bildkarten, möchten Sie eine Dame? Ist genau. Das richtig? Oder wollen Sie nochmal sich umentscheiden? Nein, ich nehme die Dame. Also die Karo-Dame. Sie hätten sich nochmal umentscheiden können. Okay, dann herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Wir schauen mal nach. Wir haben hier bei diesen Karten, ich schaue gerade mal nach, die Karo-Dame. Das heißt, warten Sie mal, Sie haben die Karo-Dame. Ich habe eine Idee. Ich möchte jetzt, dass Sie sich, ich komme mal ganz nah an die Kamera, dass Sie sich ganz stark konzentrieren.
Und vielleicht können wir mit dieser einen Karte, ich schaue noch mal. Die Karo-Dame. Ich schaue mal hier. Da ist die Karo-Dame. Und es gibt nur diese eine Karo-Dame in dem Spiel. Nur eine Karo-Dame. Und ich nehme diese Karte mal hier rein. Von diesen Karten hier, den habe ich zugeordnet, verschiedenen Vorträgen. Sie finden zum Beispiel hier bei der Kreuz 3, finden Sie am 11.4.12 das frühe Christentum. Dann finden Sie einen Vortrag auf der Herz 10, das entfesselte Ich über die Freiheit des Menschen. Sie finden hier auf dieser Karte, am 22.11.2017, die deutsche Leitkultur. Dann finden Sie hier Covid-19 im Fokus am 9.12.21, das kommt erst noch. Also es lohnt sich, die Freunde der Goethe-Universität, die informieren einen immer. Sie werden sehen, das sind ganz unterschiedliche Vorträge hier. Born to be free, über die Freiheit des Menschen, der Landschaftsgarten. Dann haben wir Warum regnet es? Demokratie für alle, am 25.05.18, ungleiches Deutschland, die zweigeteilte Welt zwischen Arm und Reich, Making Crisible Visible, neue alte Paulskirche, dann Facing Extinction zur Luminale und so weiter und so weiter, 18.04.12, 28.05.14, 15.04. und so weiter, ganz unterschiedliche Karten. Aber Sie haben gemeinsam sich für die Karo-Dame entschieden. Und es ist die einzige Karte, die das heutige Datum trägt, 30.11.21, keep cool. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen mit dem Vortrag von Dr. Helene Hoffmann. Vielen Dank, Herr Keaton. Nun freuen wir uns, Herr Keaton hat Sie bereits erwähnt, einen weiteren besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Dr. Helene Hoffmann. Sie ist promovierte Physikerin und spezialisiert auf Umweltphysik. Sie ist erfolgreiche Science-Slammerin und Antarktis-Forscherin. 2017 gewann sie den 11. Frankfurter Science Slam mit einem Vortrag zu Eisbohrkernen mit dem prägnanten Titel Ice Ice Baby. Ja, und um Eisbohrkerne dreht sich auch ihre aktuelle Forschung. In den letzten Jahren hat sie zu der Radiokarbondatierung von Alpengletschereis und zur Atmosphärenchemie in der Antarktis geforscht. Aktuell arbeitet sie an der University of Cambridge an Messungen zur hochauflösenden Analyse von Eisbohrkernen. Mit einem kleinen Einblick lässt sie uns mit ihrem heutigen Vortrag daran teilhaben. Sollten Sie Fragen an Frau Dr. Hoffmann haben, dann stellen Sie diese gerne im Chat. Wir werden nach Ihrem Vortrag noch ein wenig die Möglichkeit haben, uns mit ihr auszutauschen. Begrüßen Sie nun aber erst einmal herzlich und live zugeschaltet aus Großbritannien Frau Dr. Helene Hoffmann. Ja, hallo. Vielen Dank und guten Abend. Und erstmal sehr vielen Dank, dass ich hier sein darf und dass ich diese Möglichkeit hier habe, diesen Vortrag zu halten. Und auch von mir ganz, ganz herzlichen Glückwunsch an alle Stipendiatinnen und Stipendiaten. Ich finde das wirklich eine tolle Sache und ich fühle mich geehrt, hier sein zu dürfen. Ja, so arg viel über meine aktuelle Forschung werde ich heute Abend nicht erzählen, aber über die Zeit, die ich in der Antarktis verbracht habe, weil das doch, es prägt einen schon sehr, dieser Aufenthalt dort. Und ich denke, es ist auch was, was vielleicht der eine oder andere noch nicht so oft gehört hat. Ja, der Vortragstitel lautet Keep Cool zwischen Müsli-Mangel und Aerosolmessung. Also ich will noch nicht zu viel verraten, wir werden gleich sehen, worum es da geht. Ja, ich war 14 Monate lang in der Antarktis und habe dort Klimaforschung gemacht. Warum tut man sowas? Naja, also ich habe in Heidelberg promoviert, 3+ x Jahre und habe ein langes Physikstudium hinter mir und am Ende davon dachte ich mir, and now for something completely different. Also ganz so war es nicht. Ich habe schon immer, haben mich Schnee und Eis fasziniert und es konnte mir schon als Kind nicht kalt genug sein daheim. Und im Laufe meines Studiums und meiner Doktorarbeit habe ich dann erfahren, dass es die Möglichkeit gibt, auf der deutschen Forschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis zu überwintern als Wissenschaftler. Und als ich dann mit meiner Promotion fertig war und dann dachte ich mir so, naja,
jetzt oder nie. Also in 10 Jahren, wenn ich mal vielleicht eine Familie habe oder so, dann mache ich das bestimmt nicht mehr. Habe mich dort beworben und wurde genommen. Womit ich nicht gerechnet hatte, aber es hat funktioniert. Und so kam es, dass ich ein Jahr lang in der Antarktis verbracht habe. Ganz kurz zur Erinnerung, wo geht's hin? Also worüber reden wir hier eigentlich? Also die Arktis, das ist oben. Mein alter Erdkundelehrer würde mich jetzt umbringen. Und da gibt's die Eisbären. Die Antarktis, das ist unten. Und da gibt's die Pinguine. Und die beiden treffen sich nie. So, jetzt ist natürlich die Frage, ich bin da natürlich nicht alleine hingefahren, sondern da waren noch ein paar andere Leute dabei. Und wer fährt denn eigentlich, also wer überwintert denn auf so einer Forschungsstation? Was sind das für Leute? Also ich meine, eine gewisse Grundverrücktheit muss man, glaube ich, schon mitbringen. Aber wer läuft denn dann eigentlich alles rum? Also normalerweise besteht so ein Überwinterungsteam aus 9 bis 10 Leuten. Davon sind 4 Wissenschaftler. Das sind 2 Geophysiker, ein Meteorologe, eine Person, die Luftchemie macht, das war in dem Fall ich. Ich habe zwar Physik studiert, aber ich könnte jetzt hinterhältigerweise sagen, ach, das bisschen Chemie kriegt man dann auch noch hin. Spaß. Aber gut, also 4 Wissenschaftler, 2 Ingenieure, ein Maschinenbauingenieur und ein Elektroingenieur, ein Funker, das klingt ein bisschen altmodisch, aber in der Antarktis wird tatsächlich noch sehr viel gefunkt. Eine, in unserem Fall eine Köchin, weil man muss ja auch irgendwas essen. Und ganz wichtig, ein Arzt. Denn wenn man krank wird, in den Wintermonaten, in den 9 Monaten, in denen es in der Antarktis Winter ist, kommt kein Schiff und kein Flugzeug und dann braucht man natürlich auch jemanden für die medizinische Versorgung. Und wir hatten noch einen Spezialfall, der Paul Zabel, der hier mit auf dem Bild ist, der war unser Gärtner. Also er ist nicht wirklich Gärtner, er ist Luft- und Raumfahrtingenieur. Aber wir hatten das Glück, ein Gewächshausprojekt am Start zu haben. Und dazu erzähle ich später auch noch ein bisschen mehr. Ja, also das war unser Team. Wir haben uns 3 Monate vor Abflug kennengelernt, haben dann zusammen gewohnt und haben uns ein bisschen beschnuppert. Und dann kurz vor Weihnachten 2017 ging es los in die Antarktis. Ja, wie kommt man denn überhaupt in die Antarktis? Wie geht das denn? Naja, also erstmal fängt das ganz unspektakulär an. Man steigt in Frankfurt in eine normale Linienmaschine nach Kapstadt, zusammen mit Touristen und allen möglichen anderen Leuten. Und dann fliegt man von Kapstadt mit einer russischen Transportmaschine nach Novolazarevskaja. Das ist eine russische Station, ziemlich genau südlich von Afrika. Und das ist so ein bisschen Klischee, aber die russische Station, die haben die großen Maschinen für die großen Flieger. Ja, das heißt, also dort landet man dann und kommt an. Und nach Neumayer sind es dann nur noch so um die 600 Kilometer. Und dieses letzte kleine Stückchen, das legt man dann in diesen schnuckeligen kleinen Flugzeugen zurück. Das sind ehemalige Rosinenbomber. Das sind gar keine Rosinenbomber. Es ist eine Basler DC-3. Was erzähle ich für Quatsch? Es sind Basler DC-3. Die wurden in den 40er Jahren gebaut. Und das sind tatsächlich die einzigen Flugzeuge, die robust genug sind, um auch in der Antarktis zuverlässig fliegen zu können. Ja, dann kommt man an auf Neumayer. Und wie sieht das denn aus? Also wohnt man da im Zelt oder wie ist das? Nein. Also ganz früher hat man mal im Zelt gewohnt. Dann hat man in Neumayer 1 und 2 unter dem Eis, unter dem Schnee gewohnt, in Containeranlagen, die dort eingebaut waren. Das Schöne ist, die Neumayer Station 3 steht tatsächlich über dem Schnee. Das heißt, man hat Fenster, was ein tierischer Luxus ist. Und es ist eigentlich wirklich sehr gemütlich. Also wenn man nicht draußen ist, dann merkt man in dieser Station gar nicht so richtig, dass man in der Antarktis ist. Es ist ein Containergebäude, es ist warm, es ist hell. Wie gesagt, man hat Fenster. Es könnte auch eigentlich ein Bürogebäude woanders auf der Welt sein, wenn man nicht gerade zum Fenster rausschaut. Ja, nun bin ich da ja natürlich hingefahren, um irgendwas zu arbeiten und nicht nur im Schnee zu spielen. Und was habe ich denn da eigentlich gemacht? Ja, wie gesagt, ich war angestellt in der Position der Luftchemikerin und mein Job war es, das Spurenstoff-Observatorium zu betreuen. Also das Spurenstoff-Observatorium ist zwar ein tolles deutsches Wort, aber das mag keiner aussprechen.
Also wir reden einfach kurz immer von Spuso. Und diese Spuso, die ist eigentlich ein gigantischer Staubsauger. Das sieht man hier an diesem kleinen orangenen Container. Da ist oben so ein kleiner silberner Nupsi drauf. Das ist der Staubsaugereinlass. Und dort wird das ganze Jahr 24/7 antarktische Luft angesaugt. Und an dieser antarktischen Luft werden seit mehr als 25 Jahren Langzeitexperimente gemacht. Also dieser kleine orange Container, der beherbergt über 16 verschiedene Experimente, die alle irgendwas mit Klimawissenschaft zu tun haben. Klimawissenschaft funktioniert nicht auf kurzen Zeitskalen. Dafür braucht man einen langen Atem, weil Klima nun mal nicht Wetter ist und nicht im Sinne von Tagen passiert, sondern wirklich im Sinne von Jahren und Jahrzehnten. Und ja, deshalb braucht es eben auch Menschen, die sich da ein Jahr lang hinhocken und diese ganzen Experimente am Laufen halten. Ja, worum geht es dabei? Zum einen geht es um Partikel, also eigentlich um Dreck, der in der Luft rumfliegt, der sehr, sehr wichtig ist, zum Beispiel für Wolkenbildung, als Kondensationskeime für kleine Wassertröpfchen. Aber es geht natürlich auch um die Messung von Spurengasen, von Treibhausgasen, CO2, Methan. Ja, das ganze Set, was irgendwie gerade nicht so gut läuft in unserer Atmosphäre. Ja, und auf dem Foto, da sieht man gerade, wie ich da einen kleinen Luftfilter wechsle. Das heißt, ja, das war meine tägliche Arbeit. Dieser kleine Container, der steht nicht direkt an der Station, weil man natürlich nicht die Abgase der Station dort ansaugen möchte. Der steht ungefähr 1,5 Kilometer weit entfernt. Und da habe ich jeden Tag einen Spaziergang hingemacht und habe dort meine Experimente betüdelt. Ja, und dazu jetzt ein kleines Beispiel, was ich ziemlich eindrücklich finde. Also die antarktische Luft ist unglaublich sauber. Die Partikelkonzentrationen dort sind im Winter ungefähr 20 bis 200 Partikel pro Kubikmeter. Darunter kann man sich jetzt nicht so richtig was vorstellen. Aber das ist praktisch Reinraumqualität. Das heißt, wenn Sie wollten, könnten Sie dort Ihre Festplatte vom Rechner aufschrauben, draußen dran rumbauen und sie wieder zuschrauben und hier würde nichts passieren. Kein Staub. Im Sommer ist es dann ungefähr so ein Faktor 10 mehr, aber das ist immer noch verdammt, verdammt sauber. So. Und dazu jetzt ein kleines Beispiel. Also das hier war der 1. November 2018. Das ist die Zeit von Mitternacht bis 11 Uhr vormittags. Und wie man sieht, so die Partikelkonzentration, die wackelt da so ein bisschen rum, so um die 200. Das ist ein schöner antarktischer Frühlingstag, Frühlingsmorgen. So. Ja, dieses Bild ist der gleiche Tag, aber in den Abendstunden. Und da sieht man diese zwei riesig fetten Ausschläge. Und jetzt, also ich würde Sie bitten, mal nach links auf die Skala zu gucken. Also da stand eben 200, jetzt steht da ganz oben 100.000, also fast ein Faktor 1.000 mehr. Jetzt ist die große Preisfrage, was sind diese zwei Peaks? Was sind diese zwei riesigen Ausschläge da? Was ist da passiert? Naja, es ist eigentlich recht simpel. Ein Flugzeug ist gelandet. Das war das erste Flugzeug nach dem antarktischen Winter, das da gelandet ist, in ungefähr 2 Kilometer Entfernung. Der Wind stand ein klein bisschen ungünstig und deshalb hat das Spurenstoff-Observatorium diese Abgase von dem Flugzeug und diese Partikel, Ruß und so weiter, detektiert. Das ist ein sehr, sehr kleines Flugzeug. Und wenn man sich das anschaut, finde ich es relativ krass, sich so zu überlegen. Ich meine, Frankfurt und so, was wir so in Mitteleuropa hier so tagtäglich irgendwie an Dreck abkriegen und was das wirklich auch an Verschmutzung verursacht, das fand ich damals schon sehr beeindruckend. So, jetzt habe ich gerade meinen Klicker verloren. Ah nee, hier ist er. Genau, noch ein weiteres Beispiel. Huch, jetzt ist er weg. Oh nein, jetzt ist er wirklich weg. Das war dumm. Einen Moment, eine Sekunde. Trotzdem, ich versuche da nochmal schnell reinzukommen. Mein Handy hat sich irgendwie verabschiedet gerade. Der Klassiker. Wir haben ja alle noch nicht lange genug Zoom benutzt, ne? So. Okay, jetzt ist es wieder da. Genau. Ja, also das mit den Partikeln, das fand ich damals sehr beeindruckend. Ein zweites Beispiel habe ich noch. Ähm, das, ja,
das ist vielleicht jetzt auch im Nachklang von COP26, es ist nicht mehr neu, aber es hat mich damals in diesem einen Jahr doch sehr, sehr beeindruckt. Also ich meine, wir wissen alle, die Treibhausgase steigen im Moment rasant an in der Atmosphäre. Und dann sieht man diese Grafiken, wo das so aufgetragen ist über die letzten paar hundert Jahre. Und ja, und das sieht schon alles schlimm aus, aber irgendwie hat man nicht so richtig den Bezug dazu. Naja, jetzt bin ich dort in der Antarktis jeden Tag in meinen Container gelaufen und dort steht ein Gerät und das misst den CO2-Gehalt in der Luft. Permanent. Und ich bin jeden Tag an diesem Gerät vorbeigelaufen und habe auf die Anzeige geschaut. Und diese kleine unschuldige Anzeige, die verändert sich. Und als ich 2017 angekommen bin in der Antarktis, stand die auf gerade so 400 Parts per Million CO2. Als ich abgeflogen bin, waren es 405. Und ich konnte das ganze Jahr über diesem Wert dabei zuschauen, wie der ansteigt. Und das fand ich schon auf eine leicht gruselige Art ziemlich beeindruckend. Weil ich meine, es ist die Antarktis. Das heißt, es ist jetzt nicht die BASF in Ludwigshafen direkt daneben oder die nächste Autobahn. Und trotzdem kann man sehen, dass der globale CO2-Gehalt ansteigt, was man dort ja halt eben groß durchmischt dann wahrnimmt. Und das fand ich schon sehr beeindruckend auf eine, wie gesagt, etwas erschreckende Art und Weise. Ja, übrigens sind wir mittlerweile bei 418 und es sieht nicht so aus, als würde es in nächster Zeit langsamer gehen. Aber gut. So viel zur Wissenschaft und dem moralischen Zeigefinger, den ich jetzt gar nicht in dem Sinne bringen möchte. Nur ich finde es wichtig, dass wir uns das einfach immer wieder bewusst machen. Ja, jetzt noch ein bisschen was so, wie ist das denn eigentlich dort in dieser Antarktis? Ich habe eben schon gesagt, das Observatorium steht ungefähr 1,5 Kilometer weit entfernt von der Station. Das ist dort hinten, wo dieser rote Pfeil hinzeigt. Dort steht der kleine orange Container. Davor sieht man einen Menschen, der dort gerade hinläuft. Das heißt, das ist ein wunderschöner antarktischer Tag, strahlendes Wetter. Und ich würde Sie jetzt bitten, mal darauf zu achten. Hier so rechts im Bild, da sieht man so ein paar Aluminiumstangen mit schwarzen Leinen dran. Und das sind keine Stromleinen das sind keine Strommasten, das ist einfach ein Seil. Und jetzt fragt man sich natürlich, was für einen Sinn hat dieses Seil? Das erschließt sich gleich, weil wenn das Wetter schlecht ist in der Antarktis, dann sieht das Bild so aus. Das ist die gleiche Perspektive, aber es ist alles weiß. Und das passiert tatsächlich recht häufig. Das nennt man Drift oder wenn Sturm ist, dann ist nicht einfach nur Wind, sondern es ist sehr, sehr viel Schnee in der Luft. Und dieses Phänomen, was man hier sieht oder nicht sieht, das nennt man Whiteout. Das heißt, alles ist weiß, es gibt keinen Horizont mehr, Boden und Himmel sind einfach eins. Und im schlimmsten Fall kann man die Hand ausstrecken und sieht die eigenen Fingerspitzen nicht mehr. Und dann wird diese Leine auf einmal sehr, sehr nützlich. Weil man muss ja trotzdem zu seinem Observatorium hin und dort irgendwie die Messungen betreuen. Und es kann passieren, wenn es dazu noch dunkel ist, dann hat man eben halt ein GPS und diese Leine und ein Funkgerät. Und am Anfang ist das ein bisschen unheimlich, aber irgendwann macht es dann auch Spaß. Man muss sich natürlich immer bewusst machen, weil bei solchem Wetter geht man nicht alleine und es gibt Sicherheitsvorkehrungen. Aber das ist schon was man woanders auf der Welt nicht so richtig so erleben kann. Ja. Dann ist natürlich die nächste Frage, hat unsere Mutter uns allen gesagt, ne, zieh dir was Warmes an, wie kalt ist es denn da eigentlich? Naja, also ich sag mal, für antarktische Verhältnisse ist es dort gar nicht so kalt. Die Neumann-Station liegt relativ nah am Meer und deshalb ist das Jahresmittel minus 23. Also in Sibirien wird es kälter, sag ich mal. Das ist das Jahresmittel. Im Sommer geht es auch mal an die 0 Grad ran und dann ist es so ähnlich wie im Skiurlaub, ja. Es geht aber natürlich auch kälter. Dann fängt man an, ein bisschen lustig auszusehen. Interessant wird es dann, wenn einem die Wimpern zusammenfrieren und man das Auge nicht mehr aufkriegt und man dann irgendwie so einäugig durch die Gegend latscht. Aber das ist eigentlich, es ist auch ganz, ganz cool, wenn es mal so richtig kalt ist. Unser Rekord in unserer Überwinterung waren minus 43,5. Und das ist dann schon interessant. Also
ich sag mal minus 35, minus 40, das macht dann nicht mehr den großen Unterschied, aber zum Beispiel auch die Geräusche, die der Schnee macht, wenn man da drauf läuft, das ist was, was man aus dem europäischen Winter, sage ich mal, so nicht kennt. Ja, die nächste große Frage, nach wie kalt ist es denn da? Das hat mein alter Chef immer zu mir gesagt, ja, pff, was willst du denn da? Da ist doch eh nur kalt und dunkel, da bist du doch eh nur depressiv. Ja, es ist dunkel, es ist auch relativ lange dunkel, wobei die Polarnacht an der Neumayer-Station ungefähr so 2 Monate dauert. Das, wie gesagt, es ist noch gar nicht so weit am Südpol. Und natürlich sieht man in der Nacht einen unglaublichen Sternenhimmel und Polarlichter. Und wir hatten Glück. Das war eins der ersten, das haben wir so im März gesehen und da waren wir schon alle sehr euphorisch, weil es ist natürlich die Farben und auf dem Foto kommt es dann noch besser raus. Und ja, aber dann hatten wir lange Zeit ziemlich viel Pech mit dem Wetter und es war entweder Sturm oder Vollmond. Vollmond ist der Feind jedes Polarlichts, aber im September hatten wir dann nochmal Glück und dann hat das Polarlicht nochmal gezeigt, was es kann. Und das war wirklich eine halbe Stunde Lightshow par excellence und wirklich mit bloßem Auge Farben und das alles hat grün geleuchtet und wir sind draußen rumgehopst wie die kleinen Kinder und im Schnee und haben uns tierisch gefreut. Ja, also die Antarktis hat schon einiges zu bieten. Eisberge ist auch eine Sache, die man sich anschauen gehen kann, wenn es denn hell ist, was es hier durchaus auch mal ist. Die Neumayer-Station liegt an einer Meeresbucht, die heißt Atka-Bucht und dort frieren immer mal wieder Eisberge fest und dort kann man dann hinfahren, wenn man halt Freizeit hat und kann die sich anschauen. Und das sind wirklich beeindruckende Gebilde und jetzt würde ich Sie bitten, sich mal auf diesen kleinen Nupsi da am rechten Rand von dem Eisberg zu konzentrieren, weil die sind doch ein bisschen größer, als man sich das so vorstellt. Also hier ist wieder der kleine Nupsi, aber diesmal zentral im Bild und rechts unten ist ein Kollege von mir. Und das gibt so ein bisschen die Skala, also ganz so klein sind sie dann doch nicht. Ja, was kann man sonst noch so machen, wenn man gerade nicht arbeitet und nicht Wissenschaft macht? Es gibt einiges zu tun. Also natürlich, man ist 9 Monate lang alleine mit diesen anderen 8 bis 9 Menschen. In der Rest der Zeit sind auch andere Wissenschaftler da, von überall auf der Welt. Aber in den 9 Monaten antarktischen Winter ist man tatsächlich mit den Leuten allein. Aber wir hatten ein sehr gutes Team und natürlich geht man sich mal auf die Nerven und natürlich lässt der eine Kollege mal seine Kaffeetasse immer an der gleichen Stelle stehen. Das geht einem tierisch auf den Nerv nach einer Weile. Aber sie haben alle mehrere Lockdowns hinter sich. Es hat gewisse Ähnlichkeiten so in mancher Hinsicht. Naja, aber es gibt auch immer wieder was zu feiern, zum Beispiel Midwinter, das ist der höchste antarktische Feiertag, das ist der 21. Juni. Wir haben auch eine schöne Halloween-Party gemacht. Es gibt das Antarktik Film Festival, wo man in 48 Stunden einen lustigen Film drehen kann. Und ja, was man hier auch noch sieht, der Mann mit der Orange, das ist unser Arzt, da hat er versucht, uns kunstvoll beizubringen, wie man denn subkutane Nähte macht. Ja, also man kann sich durchaus dort unterhalten. Ja, und dann ist immer noch die Frage, ja, was gibt's denn da zu essen? Lebt man da so von Astronautennahrung oder irgendwie so gefriergetrocknetem Zeugs? Ist das nicht irgendwie tierisch eklig und wird man da nicht wahnsinnig? Also wie schon im Titel bemerkt, uns ist irgendwann das gute Schokomüsli ausgegangen. Aber ansonsten waren wir eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Es ist nämlich nicht nur Astronautenfutter, sondern im antarktischen Sommer kriegt man tatsächlich regelmäßig Frischwaren geliefert aus Südafrika. Die kommen immer zusammen mit den Menschen, die dann gerade ausgetauscht werden, vor und zurück. Und dann sieht der Kühlschrank, der geheizt wird auf 8 Grad, finde ich auch sehr lustig, der ist dann durchaus auch mal gut ausgestattet. Und natürlich an Weihnachten oder so wird dann auch mal wirklich gut gekocht und dann gibt es auch mal ein 3-Gänge-Menü. Ansonsten kann auch gegrillt werden und wie gesagt, in unserer Überwinterung hatten wir das Glück, dass wir sogar im Winter frisches Gemüse und frischen Salat hatten aus dem Gewächshaus vom Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum. Das war ein Pilotprojekt und die Gurken sind unglaublich gut gewachsen, genauso wie der Rucola. Wir konnten irgendwann keine Rucola mehr sehen, was ja eigentlich also wirklich ein tierischer Luxus ist.
seien wir ehrlich. Also das hat wirklich gut funktioniert und da mussten wir auch mitten im Winter nicht auf Salat verzichten. Ja, eine Sache fehlt noch, natürlich. Es gibt auch Tiere in der Antarktis. Und es gibt zum einen Weddellrobben, die dort in der Nähe der Station auf dem Meereis, im November, bekommen die dort ihre Jungen. Und Achtung, jetzt wird's übelst kitschig und ja, also jetzt kommt Cuteness Overkill hier. Also wie gesagt, sie kriegen ihre Jungen. Und ja, die kann man dann anschauen gehen, natürlich mit entsprechendem Abstand. Man darf auf keinen Fall zu nah ran und die Tiere dürfen nicht gestört werden. Man muss sich immer bewusst machen, wir sind dort die Gäste und den Tieren dort gehört praktisch das Land. Und wir müssen alles tun, damit wir da möglichst geringen Impact irgendwie hinterlassen. Ja, Robben gibt's und natürlich gibt's auch Pinguine. Darauf haben wahrscheinlich einige gewartet. Ja, es gibt auch Pinguine. Und in der Nähe der Neumeyer-Station gibt es eine sehr große Kaiserpinguin-Kolonie. Das sind im antarktischen Sommer um die 12.000 Individuen, die dorthin kommen und dort brüten. Und wenn man überwintert und tatsächlich das ganze Jahr dort verbringt, dann hat man das Glück, dass man den kompletten Lebenszyklus der Pinguine miterleben kann. Also es geht los im Mai ungefähr, da werden die Eier gelegt und ja, die Pinguine sind da recht fortschrittlich, also Brüten ist Männersache, das heißt, das Weibchen legt das Ei und das Männchen übernimmt das Ei und packt es in diese Bauchfalte, wo es dann über den Winter ausgebrütet wird und kuschelig warm gehalten wird. Ja, und das Brüten sieht dann so aus, das sind diese Huddles, wo sich die Männchen dann mit den Eiern auf den Füßen ganz, ganz eng zusammenstellen im antarktischen Winter, um eben die Wärme drin zu halten, damit dem Ei nichts passiert. Und wenn man selber bei minus 37 dort Fotos gemacht hat mit kalten Fingern und wirklich nach einer halben Stunde fertig war, dann kriegt man den höchsten Respekt vor diesen Tieren, weil die haben keine kuschelig warme Station, wo sie hin zurückfahren können und wo sie sich aufwärmen können. Und die halten das trotzdem durch in Polarnacht und Sturm und Eiseskälte. Also ja, das ist dann schon ziemlich berührend manchmal. Ja, so, jetzt wird's wieder kitschig. Im August schlüpfen dann die Küken. Oh mein Gott. Und das ist halt, es ist wirklich, sie sind wirklich niedlich. Und da kommt auch keiner dran vorbei. Also egal, ob man zum ersten Mal da ist, so wie wir, oder Leute, die schon seit 30 Jahren in die Antarktis fahren, alle wollen zu den Pinguinen und alle wollen die Küken angucken. Und also natürlich, es gibt da auch strenge Regeln. Man darf nicht näher als 30 Meter an diese Tiere ran. Was aber faszinierend ist, da sie uns nicht als Feinde wahrnehmen, halten sie selber oft den Abstand nicht ein. Das heißt, man stellt sich dahin und dann kommt so ein Pinguin auf einen zugewackelt und stellt sich hin und macht sein Begrüßungströten und erwartet dann Gleiches zurück. Und das ist dann, also das fand ich schon wirklich sehr berührend und auch irgendwie so ein bisschen emotional, weil ich meine, wenn man bei uns im Wald geht, dann nimmt jedes Wildtier Reis aus und die Beine in die Hand, weil man es potenziell essen möchte oder so. Also ja, das war wirklich ein sehr schönes Erlebnis. Ja, im August, wenn sie schlüpfen, dann werden sie sehr schnell, sehr dick, passen irgendwann nicht mehr in die Bauchfalte rein. Irgendwann sind sie dann, ja, eben zu dick und hängen draußen rum und machen lustige Geräusche und versuchen zu laufen. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Also da kann man Stunden verbringen. Und sie müssen auch sehr schnell sehr dick werden und sehr groß, denn sie haben nur wenige Monate und Ende Januar ungefähr bricht meistens das Meereis, auf dem sie ausgebrütet wurden, auf. Und dann müssen sie schon fertig gemausert sein, dann sehen sie ein bisschen lustig aus, damit sie schwimmen können. Weil mit dem flüschigen, grauen Federkleid können sie nicht schwimmen. Das ist nicht wasserabweisend. Das heißt, sie müssen am Ende des Jahres dann ihr Erwachsenenkleid angelegt haben. Ja, und damit ist der Zyklus, der Jahreszyklus der Pinguine am Ende. Und mein Vortrag ist es auch. Wenn ich da stehe, kann ich rausgehen. Und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben in die Wissenschaft, die man so in der Antarktis machen kann, aber auch in die Schönheit und in die Unterhaltsamkeit, die es auch zu bieten hat. Und ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören.
Frau Hoffmann, verlassen Sie uns nicht zu schnell. Wir haben noch zwei Fragen aus dem Publikum für Sie. Ich fange mal an. Gerne. Mareike Detke fragt, wurde auch Methan gemessen? Und wenn ja, wie haben sich die Methankonzentrationen über die Jahre dort hinweg verändert? Also Methan wird auch gemessen. Das wird nicht ganz so kontinuierlich gemessen wie das CO2. Da wird jeden Monat wird eine Gasprobe abgefüllt und die wird dann an ein Labor in Jena, soweit ich weiß, geschickt. Und die werden auch kontinuierlich analysiert über die seit auch 20 Jahren oder so. Die genauen Werte habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber Methan ist praktisch gleich wie CO2. Also es ist auch global verteilt und es steigt genauso an. Eine weitere wissenschaftliche Frage kommt anonym, und zwar, ob ihr auch mit Schneemobilen rumbrettern konntet. Ja. Ist das eine wissenschaftliche Frage? Wer weiß, könnte sich bestimmt eine Masterarbeit drum bilden lassen. Ja, wir sind auch, man fährt Schneemobil, ja, weil das ist, ich sag mal, die Hauptfortbewegungsart. Und es macht auch Spaß. Das glaube ich. Meistens. Also wenn es nicht ganz zu kalt ist, weil wenn es wirklich so unter minus 30 ist und der Boden super hart gefroren, dann ist es sehr, sehr bumpy und dann kann man auch nicht schnell fahren, dann ist es auch sehr anstrengend. Aber ja, wir sind Schneemobil gefahren. Ja, das Anstrengende kann man schon jetzt fühlen, wenn man es hört. Noch einmal vielen Dank an Sie, Frau Dr. Hoffmann, dass wir Sie heute Abend virtuell aus Cambridge zu uns hier in den Festsaal der Goethe-Universität nach Frankfurt holen konnten. Wir wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend und herzliche Grüße zurück nach Cambridge. Dankeschön. Bitteschön. Noch einmal, liebe Zuschauer, wollen wir am heutigen Abend die Sprache der Magie für uns sprechen lassen. Freuen wir uns noch einmal auf Harry Keaton. Vielen Dank. Liebes Publikum, am besten wir tauschen mal die Plätze hier rüber. Sie haben ja in Ihrem Paket mit den Requisiten einen solchen Haken entdeckt. Und jetzt sind Sie an der Reihe. Versuchen Sie bitte, diesen Haken schweben zu lassen auf dem Finger. Eine sogenannte Kontaktschwebe. Sie strecken den Finger aus und lassen den schweben. Ich gebe ihn dir mal und du lässt ihn einfach mal hier über den Tisch schweben, lieber Valentin. Möge die Magie mit dir sein. Sieht schwierig aus, ne? Probiere es nochmal. Und Sie probieren es daheim natürlich auch. Probieren Sie, ich halte mal hier das fest, ihn schweben zu lassen. Ob das funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Ich bin ja sehr ehrgeizig, was sowas angeht. Ja, ne? Nur du. Also, ist Ihnen klar. Es kann ein langes Abendprogramm werden. Tut mir leid. Valentin ist sehr ehrgeizig. Wir müssen das jetzt abwarten. Ja, das kann dauern. Das kann dauern. Ich kann es aber auch zeigen, dass es geht. Man kann es übrigens auch mit einem Gewicht machen. Valentin, für deinen Ehrgeiz. Du kannst ein Gewicht dranhängen und du lässt diesen Haken schweben. Sieht so aus, als wäre es nicht möglich. Ja. Wird Ihnen vielleicht einmal auch so gehen? Soll ich mal zeigen, dass es möglich ist? Ja, gerne. Ich zeige es einfach. Bin gespannt. Ich mache es gleich mal mit Gürtel, gell? Ich habe ja einfach mehr Übung. Ich gehe hier rüber mit Gewicht. Achtung. Lieber Valentin, streck mal bitte deinen Zeigefinger aus. Wunderbar. Möge die Magie mit dir sein und sie ist mit dir. Du hast es geschafft. Es gibt virtuell vermutlich einen Riesenapplaus und sie schaffen das auch, denn der Gürtel macht es nicht unmöglich, der macht es erst möglich. Sie finden einen Download-Bereich auf meiner Homepage, da wird es nochmal genau erklärt. Probieren Sie es aus, es wird klappen. Valentin, herzlichen Glückwunsch, dein Ehrgeiz hat sich ausgezahlt. Es gibt nochmal einen Riesenapplaus hier, virtuell für den Valentin. Dankeschön, lieber Valentin, herzlichen Dank. Und jetzt ist es an der Zeit für ein Liebesritual. Dazu bitte ich Pia auf die Bühne. Hallo, herzlich willkommen, liebe Pia. Und diese Karten hier, die finden Sie auch in Ihrem Umschlag. Bitte schön, hier sind Karten und hier sind Karten. Es sind Karten mit verschiedenen Herzen. Bitte nehmen Sie die zu Hause in die Hand. Wir warten auch noch einen Moment. Und dann mischen Sie diese vier Karten, es sind unterschiedliche Farben, mischen Sie durch, Sie drehen das einfach um. Sehr gut, und bringen das einfach mal durcheinander. Diese vier Karten, wie Sie wollen.
Okay. Gleich werde ich Sie jetzt bitten, das abzuheben. Das klingt ein bisschen komisch bei 4 Karten. Sie nehmen einfach 1, 2 oder 3 Karten nach oben. Genau, und nehmen die nach unten. Genau, das ist einmal abgehoben. Sehr gut, wunderbar. Jetzt sollen die Karten zu Ihnen schauen. Wunderbar, und Sie knicken die einmal durch. Ich weiß, man macht es nicht gerne, aber es hat alles einen Grund. Sie werden gleich sehen, warum. Einfach mal durchknicken. Sehr gut. Und in die andere Richtung. Wir werden nämlich gleich die Karten zerreißen. Und dann geht es etwas leichter. Okay? Alles klar. Hast du? Sehr gut. Und bei 3 reißen wir die Karten einfach auseinander. Okay? 1, 2 und... Habe ich 3 gesagt? Egal, nein. Lass noch mal die Karten so. Wir warten noch einen Moment. Ich weiß, es ist nicht so einfach für manche, die Karten zu zerreißen. Wir geben ihnen noch ein bisschen Zeit. Okay, sonst ein bisschen aufstaffeln, einfach auseinanderreißen. So, und jetzt ist es Ihre Entscheidung, ob Sie das rechte Päckchen auf das linke nehmen oder das linke auf das rechte. Ganz egal. Einfach so drauf. Sehr gut. Und wieder so halten. Wunderbar. Und wir haben das ja schon getestet mit dem Abheben. Einfach irgendwo abheben. Kein paar Karten hochnehmen und nach unten nehmen. Wunderbar. Okay, und jetzt nehmen Sie am besten 3 Karten von oben. 1, 2, 3 Karten. 3 Karten von oben. Hast du? Super. Und steck die irgendwo in die Mitte rein. Also nicht unten hin, nicht oben hin, irgendwo in die Mitte. Wunderbar. Sehr gut. Ah, ich habe eine Sache vergessen. Die oberste Karte, die nehmen Sie bitte ohne anzuschauen. Dieses Liebesritual funktioniert vielleicht sonst nicht. Und stecken die ein oder leg sie hier auf den Tisch. Okay? Dieses Liebesritual funktioniert übrigens für 1 Woche. Immerhin, 1 Woche. Also, vielleicht auch länger, aber dann sind Sie verantwortlich. Okay, alles klar. Jetzt nehmen wir nochmal 3 Karten. 1, 2, 3 von oben. Sehr gut. Und Sie machen alle daheim mit. Und nehmen die auch wieder in die Mitte. Irgendwo rein, in die Mitte. Nicht unten hin, nicht oben hin, irgendwo in die Mitte. Okay? Jetzt nehmen Sie die nächste Karte von oben. Und vertauschen Sie mit Ihrem Nachbarn. Und die neue Karte stecken Sie jetzt in die Mitte rein. Wenn Sie keinen Nachbar haben, nehmen Sie einfach Ihre eigene Karte. Stecken Sie in die Mitte rein. Okay? Jetzt nehmen Sie 1, 2 oder 3 Karten. Das ist ganz allein Ihre Entscheidung. Du nimmst so viel du willst und wirf die einfach weg. Okay. Und ich habe ja gesagt, dieses Liebesritual dauert genau 1 Woche lang. Okay, deswegen werden wir die restlichen Karten noch aufladen. Wir nehmen die oberste Karte und sagen laut Montag mit einer freudigen Stimme. Montag. Sehr gut. Die nächste Dienstag. Dienstag. Die nächste Mittwoch. Mittwoch. Donnerstag. Donnerstag. Perfekt. Freitag. Freitag. Samstag. Samstag. Und Sonntag. Wunderbar. Und nach unten. Und den letzten Teil des Liebesrituals kennt man vom Gänseblümchen. Okay? Du nimmst also die oberste Karte und sagst laut, sie liebt mich oder er liebt mich. Nach unten. Und er liebt mich nicht, die werfen wir weg. Und er liebt mich nicht. Weg damit. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Sie liebt mich. Sie liebt mich nicht. Das machen Sie so lange, bis Sie nur noch eine Karte in der Hand haben. Okay? Und er liebt mich nicht. Okay, wir machen es so lange, bis jeder nur eine Karte, eine Hälfte in der Hand hat. Und vielleicht, wenn es die Magie bis zu Ihnen nach Hause geschafft hat, passen diese Herzen hier tatsächlich zusammen. Pia, würdest du mal bitte nehmen? Nimm mal bitte deine Hälfte. Würdest du schauen? Zeig das mal in die Kamera. Und die Hälften, die passen exakt zusammen. Und ich glaube, auch bei der großen Mehrzahl daheim hat es bei Ihnen geklappt, die Herzen passen zusammen. Es gibt ein paar wenige, da hat es nicht geklappt. Da dauert es ein bisschen länger, bis die Liebe kommt, aber sie wird kommen. Herzlichen Dank, dass Sie diesen Spaß mitgemacht haben. Es war ein großes Vergnügen, eine große Ehre, hier für Sie zu zaubern. Alles Gute. Dankeschön, liebe Pia. Herzlichen Dank, Herr Keaton, dass Sie uns heute Abend an Ihrer Magie teilhaben lassen. Liebe Fördernde, im Namen aller Stipendiatinnen und Stipendiaten möchten wir ein herzliches Dankeschön aussprechen. Denn erst Ihre Spenden machen dieses vielfältige Programm möglich. Dass das Deutschlandstipendium zu einem so etablierten Bestandteil an der Goethe-Universität geworden ist,
verdanken wir allein Ihren Spenden der 370 Fördernden. Danke, dass Sie damit so viele Chancen schenken. Zusätzlich wollen wir uns natürlich auch noch bei den zahlreichen Jurorinnen und Juroren sowie bei den Mentorinnen und Mentoren bedanken. Ohne Ihr Engagement und ohne Ihre Unterstützung wäre das Deutschlandstipendium wirklich nicht das, was es heute ist. Deswegen auch an dieser Stelle noch einmal der Appell an euch, liebe Mitstipendiatinnen und Mitstipendiaten. Nutzt die zahlreichen Angebote, die das Deutschlandstipendium euch bietet. Ob es das Fördernetzwerk, die vielfältigen Projektgruppen oder aber Gesprächsrunden mit spannenden Personen sind. Ich kann nur über mein letztes Förderjahr sagen, es lohnt sich. Nehmt die Runden mit, nehmt das Coaching für Inspiration mit und um euch selbst besser kennenzulernen. Und engagiert euch in den vielfältigen Projektgruppen für ein großes Netzwerk. Zum Schluss wollen wir Sie noch mal daran erinnern, dass im Anschluss an diese Veranstaltung ein digitales Kennenlernen zwischen Fördernden, Stipendiatinnen, Stipendiaten und Vertreterinnen und Vertretern der Goethe-Universität geplant ist. Dazu haben Sie im Vorfeld alle eine entsprechende Nachricht erhalten. Wer sich also von Ihnen für den heutigen Abend verabredet hat, beziehungsweise wer die Möglichkeit hat, sich erhalten hat, sich mit einer Vertreterin oder einem Vertreter der Goethe-Universität auszutauschen, kann sich nun durch einen Klick auf den Button Virtuelles Foyer hier unter uns den entsprechenden Raum suchen und sich dort zum gegenseitigen Kennenlernen treffen. Doch halt, gehen Sie noch nicht? Wenn Sie zum Beispiel technische Probleme haben sollten oder Sie noch sonstige Fragen haben, können Sie sich an die E-Mail-Adresse des Teams Deutschlandstipendiums chancenschenken@uni-frankfurt.de wenden, die wir hier noch einmal für Sie einblenden. Nehmen Sie sich vielleicht nach dieser Veranstaltung hier kurz 5 Minuten Zeit, damit alle eine kurze Pause haben, einmal kurz durchatmen können und dann in den zweiten Teil des Abends starten können. Ja, liebe Stipendiatinnen und liebe Stipendiaten, nun ist es endlich soweit. Wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in diesem einzigartigen Netzwerk. Herzlich willkommen im 11. Förderjahrgang 2021 und 2022 des Deutschlandstipendiums der Goethe-Universität Frankfurt. Wir freuen uns auf euch. Und nun bleibt uns Ihnen allen und euch noch einen wunderschönen Abend zu wünschen. Machen Sie es gut. Haben Sie noch etwas Zeit in den Gruppen? Vielleicht mag sich der eine oder die andere auch noch einen Punsch holen. Einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis bald. We waste light when we waste time. It's high tide here to end the day. It's high time to get away. I find us floating in the moonlight, lining up for the next ride. It's high tide here to end the day. Time to question why, as we watch them fly. It's breaking left now, but we're feeling right, and we realize we're living life.
floating away under this perfect sky. A whole new lease on life. I realize we're free, laying down here side by side. Always back to you. When there's nothing left to prove, yeah, we'll be back then, back in the deepest blue. Cause it's Schneider on guitar.